Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute werde ich wieder eine Challenge machen. Und zwar möchte ich bis Runde 100 kommen, in denen ich nur Feuerattacken einsetze. Dafür eignet sich natürlich nur ein einziger Affenheld. Und das ist der Gwendolin mit seinem tollen Feuercocktail und seinem Feuersturm. Eigentlich wäre der Oben besser für diese Challenge, aber Oben ist sowieso einfach viel zu OP. Deswegen nutzen wir Gwendolin dafür. Und zwar werden wir nur Gwendolin und die Zaubermagier auf den zweiten Pfad hier wählen, nämlich mit dem Feuerwall, eventuell Atem des Drachen, aber primär der Feuerwall, sodass die ganze Map einfach voll mit Feuer ist. Das ist mein Ziel heute und ich darf natürlich auch mein gratis Wurfpfeilaffen nutzen, Leute. Leute, der sei mir gegönnt, okay? So, Gwendolin ist wie gesagt nicht die beste Wahl, die man hierfür treffen kann, aber ich glaube, er ist trotzdem ganz okay, denn wenn wir da mal reingucken, auf Stufe 4 hat er zumindest, es ist angeheizt, was Affenangriffe der Affen in der Nähe verstärkt. Man weiß nicht genau, wie viel, und ich glaube, das wird auch sonst, doch hier, es wird nochmal verbessert. Zumindest wird der Radius verbessert. Und ja, das funktioniert bei allen Affen, nicht nur bei den Zauberaffen. Aber deswegen ist er auch so ein bisschen Supporter immerhin. Deswegen versuche ich ihn jetzt ziemlich in die Mitte zu platzieren. Und ja, ich möchte halt überall hier Zauberaffen haben, die überall diese Feuerwall machen, sodass hier dann alles brennt und die Ballons einfach durch die Hölle gehen müssen, um überhaupt ans Ende zu kommen. Ich stelle mir diese Challenge auf jeden Fall ziemlich witzig vor, wenn dann am Ende einfach alles brennt und man gar nichts mehr sieht. Außerdem können wir so endlich mal ein Zeichen setzen wegen Erderwärmung und so. Wenn wir hier dieses ganze Eis schmelzen, dann werden die Menschen schon sehen, was sie davon haben. Also das ist ja auch ein bisschen Fridays for Future, Leute. So, ganz wichtig ist von Anfang an einen Zauberaffen. Oh, wer hätte es gedacht, wir packen einen Zauberaffen hier hin? Ist ja unbelievable. Aber wir müssen diesen Zauberaffen relativ schnell auf 002 bringen, damit er diese Tarnblut sehen kann. Und dann relativ schnell auf 004 bringen, weil er dann mit diesen nekromantischen Zombie-Bloons auch lila Bloons angreifen kann. Und das muss alles passieren vor Runde 25. Ich glaube, in Runde 25 kommt das erste Mal lila Bloons an. Aber ganz zuerst machen wir natürlich zu einem Feuerwall-Zauberaffen, ist doch ganz klar. So, da haben wir ihn, unseren ersten Zauberaffen mit seinem Feuerwall. Und der gute Gwendolin hat inzwischen auch schon sein Feuercocktail. Oh ja, da beginnt es, das Brennen des Eises. Und ich werde diesen Zauberaffen, wie gesagt, jetzt erstmal auf Affensinn bringen, weil mit Runde 24 kommt der erste Tarnblun. Und den könnten wir sonst nicht angreifen und das wäre ein bisschen doof. Ich werde auch einen Affen zu einem 04er bringen. Einfach damit wir diesen Phönix bekommen. Und ich mag diese aktive Fähigkeit einfach von diesem Phönix. Aber der Rest, glaube ich, werde ich soweit auf 02 lassen und dann alles voll spammen. Oh, da kommen die Lilanen. Schafft der Typ das? Ja, okay. Nice. Dafür ist der Wurfpfeilaffe nämlich auch sehr, sehr wichtig. Ich werde ihn auch nicht auf hier 002 bringen, dass er die Tarnblut sehen kann, weil ich möchte tatsächlich das meiste mit den Magieaffen machen, aber diese lilanen Bloons, die kommen einfach viel zu früh, als dass man hier den Nekromant holen könnte. Dann müsste ich halt irgendwie eine Special-Fähigkeit hier einsetzen und mir Geld holen, aber diese Kräfte sind für mich Cheaten, deswegen nutze ich sie nicht. Hoffe, da ist es dann okay, dass ich zumindest einen Wurfpfeilaffen benutze. Oh ja, lass doch einfach mal beginnen, hier alles voll zu spammen mit Feuer, weil Zauberaffen. No, da ist ein Tarnblun durchgekommen. Ich fasse es ja nicht. Oh boy. Jetzt haben wir verloren. Oh boy. Nein. Also unser Platz war, hätten wir jetzt verloren. Aber ist es ja nicht. Lucky me. Runde 40 wird nochmal interessant mit dem Moab, weil die Magier sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie gut gegen Moabs sind. Also sie machen zumindest keinen extra Schaden. Aber sobald wir unseren ersten Nekromanten haben, was auch unser einziger bleiben wird, by the way, sollten wir erstmal gut dabei sein. Ja, kommt meine Zombie-Bloons, verdichtet alles. Und die können halt auch lilane Bloons zum Glück angreifen. Also die können, glaube ich, alles angreifen. Auch die schwarzen und alles halt. Das ist der Moab. Und okay, es ist ein blauer durchgekommen. Komm, das ist in Ordnung. Da kann man mit leben. Das ist gar kein Problem. Spam all these Zauberaffen. Mir gefällt aber die Richtung, in die das hier hingeht. Also so einiges wird hier schon mal verbrannt. Blödes Eis, ich mochte Eis noch nie. Nein, hier passen keine mehr hin, oder was? Ach komm, doch, einer passt noch. Oh, okay, ein Glück. Ob ich daneben auch nochmal einen hin platzieren könnte? Bitte, bitte, kleine Eisscholle, sei nicht allzu klein, dass ich da noch einen hinpacken kann. Aber scheinbar nicht. That's really sad. Na gut, dann kommen die jetzt halt alle hier noch oben hin. Schön weit unten, sodass sie eigentlich schon auf der Bahn sind. Und zwar nicht auf der schiefen Bahn. Ha! Meine Bloons setzen ihre Feuermagie wenigstens für was Gutes ein. Nämlich um Ballons zu zerstören. Was gibt es Nobleres,
als böse, böse Ballons zu zerstören. Und unsere Armee wächst und wächst. Immer mehr Feuerwelle. Weil es einfach alles im Feuerregen hier. Wir können sich die Bloons schön in der Hölle hier fühlen. Schmort, ihr Bloon, schmort. So, ich glaube, jetzt sind wir erstmal gut aufgestellt. Obwohl, na komm, hier kommen auch noch welche hin. Überall alles voll hier. Diese Eisscholle wird auch noch voll gemacht. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, erstmal gut aufgestellt. Und ich sollte vielleicht noch irgendeinen von den ganzen Dudes zu einem Phönix-Typen machen. Und Gwendolyn hat seine zweite Fähigkeit bekommen. Habe ich übrigens seine erste Fähigkeit schon mal irgendwann eingesetzt? Ich setze jetzt mal ein, damit wir sie überhaupt mal irgendwann gesehen haben. Weil dabei, dieser Feuercocktail, der ist nicht random, wo er den hinwirft, was ich ja irgendwie in einer Folge man irgendwann gesagt hatte. Aber ja, der Cocktail geht dahin, wo die Bloons sind. Das hat mir tatsächlich der Dark Hunter gesagt. Also wenn ihr ihn aktiviert und in der Nähe von Gwendolyn sind Bloons, dann wirft er da auch den Feuercocktail hin. Also da danke an den Dark Hunter, dass er mir das erzählt hat. Könnt ihr bei dabei auch mal vorbeischauen bei den Dark Hunter. Der macht auch ganz viele Bloons-Videos. Ist ein witziger Dude. Vielleicht kann ich sogar ihn mal irgendwann überreden, mit mir Koop zu machen, wenn er Lust hat. Aber ja, da auf jeden Fall. Dankeschön. Wir haben jetzt auch unseren schönen Phönix. Falls es hier ganz brenzlig wird, dann könnten wir den auch einsetzen. Jetzt ist die Frage, lohnt sich dieser Arkanstoß? Größere und stärkere magische Explosionen lassen zwei Schichten Bloons platzen. Aber eigentlich brauchen wir nur den Feuerwall, oder? Leute, wir brauchen doch nur den Feuerwall, wir brauchen nichts anderes. Alles voll mit Feuerwall. Ja, burn it. Gwendolyn, du sagst es. Burn it down. Build it up and burn it down. Ach doch, das gefällt mir, wenn hier alles unter Feuer steht. Manchmal möchte ich einfach die Welt brennen sehen. Und da eignet sich doch Bloons richtig, richtig gut für. Wenn du mal einen schlechten Tag hattest, platziere einfach ein paar Feuerwall-Zauberaffen und dir geht's gut. Ich glaube, ich gehe dann auf den Arkanstoß. Ich werde die alle zu Arkanstoß-Leuten machen. Ja, für dich ein Arkanstoß und für dich ein Arkanstoß und für dich ein Arkanstoß. Du willst auch einen Arkanstoß? Okay, auch du kriegst einen Arkanstoß. Ja, alle kriegen einen Arkanstoß. Oder ich mache die alle zu einem Atem des Drachen-Dings. Das könnte auch richtig gut sein. Dass sie dann einfach nur alle 0-3er werden? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass das erste gar nichts bringt. Klar, ab hier Arkanägel schon, weil das macht allen Bloon-Arten sehr viel Damage. Aber irgendwie finde ich den Atem des Drachen cooler, wenn er die ganze Zeit da sein Feuer spuckt. Ja komm, wir machen die alle zu einem Atem des Drachen. Noch mehr Feuer! Und meine zweite und dritte Fähigkeit, also sowohl dieses Ölfass als auch den Phönix, werde ich mir aufbewahren, falls da tatsächlich mal irgendwas durchkommen sollte. Dann müssen die halt zwei Drittel der Map erstmal überwinden, damit sie durchkommen. Aber dann würde ich vielleicht das Ölfass mal einsetzen. Aber davor, nee, oder? Das wäre Vergeudung. Allgemein, Gwendolyn ist halt eigentlich voll unnötig hier. Aber er macht halt Feuer, der passt zur Challenge. Die Sache ist halt, man merkt erst, wie eine Taktik aufgeht oder nicht nach Runde 80. Bis Runde 80 schafft man das, glaube ich, mit fast jeder Taktik, die man so hat. Aber ab Runde 80 kann man dann erst sehen, oh, funktioniert meine Taktik oder funktioniert sie ja nicht? Also im freien Spiel. Im freien Spiel, da geht die Schwierigkeit einfach exponentiell höher. Das ist so heftig. Ich hoffe, bis dahin werden wir noch den Fürst der Finsternis irgendwie haben. Ich finde aber gut, wie die alle einfach in ihrem Feuer da baden gehen. Die wohnen einfach in der Hölle. Also denen muss schön warm sein. Alter, das ist tatsächlich was durchgekommen. Okay, ich muss mein Ölfass einsetzen und sie sind alle tot. Alles klar. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir überhaupt irgendwas gegen diese schwarzen Dinger haben. Von denen ich immer noch nicht den Namen weiß. DDTs oder sowas heißen die, ne? Oh, kann ich die überhaupt angreifen? Ich hoffe schon. Der Fürst der Finsternis sollte sie auf jeden Fall angreifen können. Und wir können ihn tatsächlich ausrüsten oder upgraden vor Runde 80. Oh, das ist ja mega gut. Ja, ist unser Fürst der Finsternis, Leute. Jetzt macht er Zombie-Moabs, die nochmal mehr Schaden machen. I like this really much. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir alle anderen auch mit diesem Atem des Drachen ausrüsten oder nicht? Ich werde auf jeden Fall mal den Phönix aktivieren für diesen bösen ZOMG. Denn den mag ich gar nicht. Der ist groß und böse in Runde 80. Oder platziere ich noch ein paar mehr Affen, die hier coole... Okay, das war ja sehr einfach. Die ihre Feuerwelle machen. Ja, Runde 80. Und jetzt wird sich zeigen, ob diese Taktik gut ist oder nicht. Ich vermute mal nicht. Nein, ich wollte meinen Affen verbessern und nicht die mittlere Fähigkeit einsetzen. Verdammt. Oh, ich krieg so viel Geld. Ich komme hier gar nicht hinterher mit dem Upgraden. Nein, den wollte ich auch nicht aktivieren. Ich will nur meine Affen upgraden. Was soll denn das? Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich gebe denen alle nochmal diese Arkanstöße, weil das halt wirklich super günstig ist. Dann sind die auch alle nicht mehr so rot. Ich will sie lieber blau haben statt rot. Das gefällt mir besser. Ja, ja. Nein! Nein, 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 das war vergeudetes Geld. Jetzt ich hab noch einen Phönix-Typen geupgradet. 4000 Geld weniger, na, ob das mal nicht unser Untergang ist. Auf jeden Fall Phönix einsetzen. Ich glaube, ich packe hier doch nochmal mehr Leute hin. Ja. Wir müssen hier alles vollpacken. Alles, die ganze Map muss brennen. Als ob da keiner rauf kann, ob diese... Okay, das ist ja super lame.
Oh Gott, ey, diese Runden nach Runde 80 sind... Oh, ich zwar lieber den Typen hier ein, den Phönix. Aber die Runden nach Runde 80 sind so nervend aufbrausend, das ist unfassbar. Die machen richtig Pfanne Pfanne. Deswegen verstehe ich auch nicht die Leute, ich mache mal ein bisschen langsamer, die einfach vor oder nach Runde 80 schon aufhören. Also die nur bis Runde 80 spielen. Ist doch super lame, danach wird es auch erspannt. Da sind nochmal ein paar Z-OMGs, aber ich glaube, da kommen die gut gegen klar, oder? Ja, die kommen nicht durch diese Feuerhölle durch, jetzt ohne Witz. Da sind die Schwarzen. Okay, aber die sterben wirklich sehr, sehr schnell. Holy crap. Runde 92. Ich habe schon wieder viel zu viel Geld. Sind hier noch irgendwelche Leute? Da, Atem des Drachen. Bloß nicht noch ein Phönix machen. Oh, wird der Phönix verstärkt? Ich kann zwei Phönixe rufen? What? Okay, das ist ganz neu für mich. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist eine einmalige Fähigkeit. Ich kann einfach zwei Phönixe rufen. Wie krass ist das denn? LOL. Einfach nur LOL. Ja komm, ruf noch einen zweiten Phönix. Was soll der Geiz? Das ist ja mega gut. Okay, ich glaube, dann werde ich doch noch mal ein paar mehr Phönixe machen, weil die sind auch richtig stark. Ja moin. Oh, wir sind so knapp vor Runde 100. Ich hoffe, ich schaffe das heute mal. Das wäre das erste Mal, dass ich alleine Runde 100 schaffe. Ich glaube, ich habe das alleine noch nie hinbekommen. Vor allem nicht in der Challenge. Oh boy, ich werde das sowieso nicht mitbekommen, wenn da was durchkommt. Wollen wir wetten? Komm, machen wir noch einen Phönix hier. Und vielleicht auch mal den Scheiß einsetzen. Sicher ist sicher. Brauche ich einen dritten Phönix, Leute? Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht auch ganz geil. Ja, komm, wir holen uns einen dritten Phönix. Das ist so witzig, dass das funktioniert. Aber ich habe jetzt trotzdem nur einen Phönix. Aber man sieht gar nicht, wann man die anderen... Doch, jetzt haben wir zwei. Aber man sieht nicht, wann der dritte fertig ist und so. Da sind DDTs. Böse, böse. Aber auch sehr, sehr schnell tot, muss man dazu sagen. Ja, wir haben jetzt drei Phönixe. Ja, komm, einen können wir eigentlich immer einsetzen. Einen immer eingesetzt haben. Runde 96. Da kommt einiges an. Aber solange sie alle da vorne sterben, habe ich noch die Chills, Leute. Ich hab die Chills. Man merkt es vielleicht nicht, aber so ein bisschen habe ich die Chills. Oh boy, ey, ich krieg das locker erst mit, wenn die hier fast ganz am Ende sind, wenn überhaupt was durchgekommen ist, weil alles andere brennt ja. Und noch ein Phönix, weil da ein paar Z-OMGs sind. Vor denen habe ich immer Angst. Okay, wieso kriegen die nur so wenig Damage? Das gefällt mir nicht. Könnt ihr die mal bitte töten? Oh boy, ey, wehe, da kommt was durch. Oh, da kommt ein. Okay, ich setze mal mein Ölfass ein. Okay, erster ist tot. Wir setzen auch nochmal ein Phönix ein. Scheiße, guck mal, die kommen da voll durch. Wenn davon was durchkommt, dann bin ich ja locker tot. Und 98, Alter. What the fuck? Ich sehe halt auch gar nichts mehr. Okay, da kommen so viele Z-OMGs. Ich muss mehr Phönixe haben, glaube ich. Fuck. Das war eben schon so sauknapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, guck mal, wie viel da durchkommt. Da kommen Sachen durch. No, bitte nicht. Mehr Phönixe. Mehr Phönixe. Und das und überhaupt. Oh boy, nein, da kommt viel zu viel durch. Mach mal deine Fähigkeiten hier. Oh, kann das bitte alles sterben da oben? Kann das bitte alles sterben? Ich krieg das nicht hin, ne? Noch ein Phönix, wir brauchen noch ein Phönix. Wir haben jetzt alle drei Phönixe für Runde 98 eingesetzt. Locker nicht gut. Aber wenn die das da alles töten, okay. Wieso kommen die jetzt durch? Was soll das? Nein, Runde 99. Runde 99, ist das dein Ernst? Aber warum? Es war doch alles unter Feuer. Also mit oben wäre das wahrscheinlich richtig einfach gewesen, weil dadurch wären die ja alle nochmal viel stärker und es wird alles verlangsamt und überall oben ist halt einfach der krasseste. Fuck, es hat alles gebrannt und diese Trotz sind durchgekommen. Naja, egal. War trotzdem witzig. Auch eine witzige Challenge. Alles voller Feuer. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst ein Like da und auch ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.